So, hallo zurück zu Teams Governance Like a Boss für den ersten Vortrag heute von mir selbst. Und deswegen habe ich mir gedacht, heute gibt es mal die volle Dröhnung. Teams Governance von A bis Z oder 0 auf 100 oder wie ihr es auch immer nennen mag. Heute geht es richtig los. Wenn ihr mich gut verstehen könnt, dann gebt mir einfach mal ein Zeichen, vielleicht irgendeinen Daumen nach oben, genau. Und ich habe auch die Kamera kurz gewechselt, dass mein Gesicht ein bisschen größer zu sehen ist. Und ich teile jetzt meinen Bildschirm und dann müssen wir durchziehen, weil heute gibt es echt ganz, ganz viel Know-how. Die Präsentationen stelle ich euch zur Verfügung. Es sind wirklich sehr, sehr viele Slides. Aber ich verspreche euch, es ist wirklich, wirklich alles abgedeckt diesmal. Und danach könnt ihr eigentlich komplett gleich loslegen und euch komplett alles einrichten in Teams, also wie ihr möchtet. Los geht's. Ich hoffe, euch gefällt die Summit soweit. Ich finde es grandios. Ich habe mal vorhin bei den anderen Speakern mit zusammengezählt und wir haben irgendwie 300 Live-Teilnehmer gehabt und ich bin wirklich ja, sehr dankbar, dass so viele Leute auch da mitmachen. Okay, dann brauchen wir noch meine PowerPoint-Präsentation. Hier haben wir sie und dann legen wir jetzt einfach schon los. Und ja, immer Feedback. Die Fragen beantworte ich am Ende, weil ich kann sie jetzt hier nicht lesen, wenn das nicht präsentiere. Also Fragen einfach in den Q&A-Bereich und ich schaue, dass ich da noch alles durchziehen kann. Die erste Folie, Solutions Share Teams, Governance Like a Boss. Es gibt die M365 Summit, aber ja, hauptberuflich bin ich ja Geschäftsführer der Firma Solutions to Share und wir haben jetzt die letzten 10 Jahre eben zum Thema Governance viel gemacht und haben uns jetzt immer mehr auf Teams spezialisiert. SharePoint ist natürlich immer noch super stark bei uns, aber Teams wird immer stärker und deswegen haben wir auch natürlich unsere Zertifikate im Microsoft Gold Zertifizierungsbereich. Alles, was mit Collaboration, Content, Teams und SharePoint zu tun hat, das ist eben unsere Heimat oder auch meine Heimat. Wir sind jetzt in den letzten 2 Jahren super, super schnell und enorm gewachsen. Deswegen haben wir jetzt auch schon 40 Mitarbeiter. Unser Standort ist in der Nähe von Nürnberg, wie man eventuell an meinem Dialekt erkennen kann. Am 18. August ist das 10-jährige Jubiläum. Da denke ich mir auch noch was aus. Im August will ich aber in den Urlaub. Ich hoffe, ihr auch. Und im September machen wir dann noch eine 10-Jahresfeier. Mit dem Teams Manager und den Apps, die wir vorher gemacht haben, kommen wir auf insgesamt 40.000 Installationen. Damit meine ich nicht Clients, ich meine damit Tenants. Und das ist schon eine echte Hausnummer. Und weil ich mich jetzt seit 10 Jahren einfach mit dem Thema SharePoint Governance, Teams Governance, M365 Governance beschäftige, sind wir die Governance-Experten und natürlich auch Teams-Apps-Experten, nachdem wir jetzt so viele Teams-Apps entwickelt haben. Und deswegen werde ich heute einfach über das Thema Governance nochmal sprechen. Und jetzt haben wir eben 2 Jahre Teams Manager, würde ich sagen. Und das ist natürlich sehr, sehr viel Know-how bei uns entstanden. Gestartet sind wir mit dem Collaboration Manager, der eben SharePoint-Seiten anlegt und das schon auf SharePoint 2010, glaube ich, war die erste Version. Das heißt, von SharePoint 2010 bis Microsoft Teams können wir jetzt alles provisionieren, alles verwalten, überwachen, reporten. Und der Teams Manager ist im Endeffekt die Weiterentwicklung, denn native Teams-Apps, das ist die Zukunft der Store mit dem Bot, mit Chatmöglichkeiten, Notifications, einfach immer der Technologie, die Microsoft vorgibt, einfach mit dabei, ganz vorne an der Front. Okay, dann kommen wir auch zum Vortrag. Ich habe heute wirklich, wirklich sehr viel vorbereitet. Keine Ahnung, ich habe eine Woche an dem Vortrag gebaut, dass ich auch nichts vergesse, was man einfach alles machen kann. Und ich hoffe, euch bringt es was, um eben euch sicherer zu fühlen, um den Wildwuchs zu verhindern. Ich habe ja gesagt, einfach mal beginnen mit dem Governance Beginners Guide, findet ihr auf YouTube, aber dann auch nicht aufhören. Und jetzt kommt eben der Vortrag. Jetzt wisst ihr, was ihr alles noch zu machen habt. Und dann, ja, wenn ihr Lust habt, ruft mich an, schreibt mir eine E-Mail, dann können wir das auch zusammen durchführen. Also, 2 Jahre Teams Manager, 2 Jahre Governance Workshops, Governance Gespräche, hunderte Demos und ich habe einfach die Sorgen aus den Unternehmen mal zusammengetragen. Das erste ist immer Wildwuchs im Teams. Oh mein Gott, wir haben so viele Teams, niemand weiß, was Sache ist. Wir haben viele Dubletten. Der Verwendungszweck von den Teams ist unklar. Es ist unübersichtlich, keine Ahnung. 200 Teams in der linken Navigationsleiste, was mache ich? Es wird immer komplexer. Ja, dann haben wir irgendwie 500 Channels in einem Team und ihr kennt es ja. Dann viele haben Angst vor Datenverlust. Ja, jetzt haben wir externe da drauf. Ist das richtig berechtigt? Wer ist da überhaupt berechtigt? Kann ich auch Gäste zulassen? Ja, nein. Wie viele Gäste sind überhaupt drauf?
Dann immer in Europa haben wir ja noch das Thema Datenschutz. Ist das auch alles so sicher? Wurde eigentlich eine Datenschutzvereinbarung unterzeichnet? Und natürlich das Thema Sicherheit. Ist meine M365 Teams-Umgebung sicher? Das sind eigentlich die Dinge, die ich immer wieder höre. Und das ist eigentlich das Thema Governance. Das Wort an sich ist ja eher sehr kryptisch, aber was versteckt sich dahinter? Im Endeffekt, das sind die Sorgen, die sich hinter diesem Begriff verstecken. Und auf die gehen wir heute alle ein. Natürlich denkt man sich, naja, man kann das ja auch alles so lassen. Passiert ja eh nichts, Microsoft wird sich schon drum kümmern. Aber was eben passiert, ist einfach, der Benutzer wird unzufriedener. Wir kennen das, ich sage mal, das einfachste Beispiel, das ich immer wieder erwähne, ist, jeder arbeitet am liebsten mit einem ganz neuen Tool für Taskmanagement oder Aufgabenverwaltung. Warum? Man kann ganz neu starten, es ist leer, man kann sich neu organisieren. Das ist super, weil es einfach 1 Million Taskmanagement-Tools gibt. Man kann immer wieder wechseln, aber es gibt nur ein Teams. Und das muss eben aufgeräumt sein. Und wenn der Nutzer damit nicht mehr arbeiten will, dann hat man wirklich ein anderes Problem. Dann kann man sich wieder 100 Adoption- und Trainingsspezialisten kommen lassen. Aber das hilft alles nichts. Die können dann die Plattform natürlich gut bedienen, aber es ist immer noch unaufgeräumt, unsicher, verstreut. Also hier wirklich ein Auge drauf legen, dass eben die Akzeptanz nicht sinkt. Denn was ich immer wieder sage, zögerliche Benutzer gibt es überall und ist auch gar nicht schlecht, erstmal zögerlich zu sein, aber die kriegt man dann nicht mehr ongeboardet auf Teams, wenn die dann sich bestätigt fühlen. Und das frisst sich natürlich durchs Unternehmen. In der IT oder im Management, was will man denn durch Teams erreichen? Ich denke, das, was im Fokus steht, ist die Produktivitätssteigerung, natürlich durch Corona, Homeoffice, Arbeiten von überall. Aber ich sag mal, der Grundgedanke war einfach, Produktivität, ja, und wenn aber alles verstreut liegt und man kriegt die richtigen Informationen immer und man scrollt sich irgendwie durch die Teams-Links und man weiß nicht wirklich, darf ich das jetzt da hochladen oder nicht, sind da jetzt Gäste, ist das ordentlich geregelt, die Produktivität ist, ja, am A, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und genau das wollen wir eigentlich verhindern. So, und da kommt dann im Endeffekt der Governance-Berater, also ich, und sagt, ja, das können wir alles ordentlich und schön machen, nur, ich sag mal, diese Governance-Strategie oder das Governance-Bewusstsein, das kommt natürlich nicht von alleine, ja. Ich habe das mal in 6 Schritte aufgeteilt. Also das Erste, und wir machen ja richtig viele Demos, denn irgendwie laden sich immer noch Leute den Teams-Manager aus dem Store runter, um einfach mal zu schauen. Und dann ist das Problem eigentlich noch gar nicht erkannt. Ja, Herr Groß, für was brauchen wir das denn einfach mal? Und genau da liegt eigentlich das erste Problem. Das Problem ist erstmal, dass man erkennen muss, dass es ein Problem geben könnte, ja, und das ist natürlich, wenn man mit Teams startet, erstmal nicht so wirklich da, das schleicht sich dann so, ja, so ein, oder es kommt vielleicht gar nicht, oder man ignoriert es, also auf jeden Fall, dieses Thema Governance muss erstmal ein Bewusstsein geschaffen werden. Dann haben wir das Thema, die Möglichkeiten verstehen, viele wissen dann einfach gar nicht, ja, kann ich da überhaupt was machen, ist das nicht eh vorgesehen, und darum geht es heute, wir sind ja erstmal richtig die Teilnehmer, die heute sich in den Vortrag eingewählt haben, die sind ja schon mal bei 1 auf jeden Fall, naja, haben sie schon mal verstanden. Und Nummer 2, darum geht es heute. Was kann ich denn überhaupt machen? Und dann, es gibt natürlich nicht die Lösung, kommen wir nochmal am Ende am Vortrag drauf, sondern das ist immer unterschiedlich. Deswegen heute zeige ich, was ist denn möglich? Ja, was kann man eigentlich einstellen? Wo muss man drauf achten? Das ist heute der, ich sag mal, der Inhalt des Vortrags. Dann muss man natürlich immer einen Governance-Workshop machen, um eben auch alle im Unternehmen abzuholen, das Ganze in ein Konzept gießen, das man auch öffentlich bereitstellt, dass die Leute verstehen, warum macht man das, wie sind die Spielregeln und so weiter. Dann implementieren, ne, auch das Umsetzen, Teams Admin Center, PowerShell, vielleicht Third-Party-Tools implementieren. Und dann die erste Implementierung, da ist auf jeden Fall Nachbesserungsbedarf. Das heißt, kontrollieren, 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 Reportings und darauf dann nachbessern. Kontinuierlich, wie bei allen. Okay, also, bei meinem letzten Vortrag, dem Beginner's Guide, sind wir wirklich nur auf eben 4 Sachen eingegangen. Heute geben wir uns mal die volle Governance-Dröhnung. Und was gehört da alles dazu? Teams-Vorlagen, Namenskonventionen, Lifecycle, Privacy, Sensitivity-Labels ist jetzt neu, kann man eben auch jetzt per API ansprechen, deswegen habe ich es mit aufgenommen. Externer Zugriff, ja, Kanäle und Tabs, dann Aktionen, die der Besitzer oder die Mitglieder machen können, plus die Teams-Einstellungen. Dann, wie machen wir den Erstellungsprozess? Kann jeder ein Team anlegen oder ist es vielleicht, ja, sollte man vielleicht nur, ja, die Admins anlegen lassen oder wie tut man das am besten abdecken?
Und dann haben wir natürlich noch die Teams-Apps. Als ich angefangen habe, ich weiß halt, wir hatten vielleicht 10 Apps im Teams-App-Store, dann kam der Teams-Manager, jetzt sind es über 900 Stück. Das heißt, auch hier muss man auch nochmal ein Auge drauf legen, was machen wir denn als eigentlich? Kann jeder Teams-Apps installieren? Darf jeder Teams-Apps installieren? Und welche? Haben die eine Sicherheitsfreigabe? Laufen die in Europa oder Amerika oder in Indien? Also, das ist auf jeden Fall nochmal ein Thema. Zu jedem Punkt habe ich nochmal die Möglichkeiten herausgearbeitet, Vorteile, Herausforderungen und einen Tipp. Und da gehen wir jetzt einfach mal Stück für Stück durch und ich hoffe, dass ich so, sage ich mal, emotionsgeladen wie möglich rüberbringen kann, denn Teams Governance ist auf jeden Fall ein Thema, da will sich der ein oder andere auf jeden Fall schon mal vordrücken. Okay, gehen wir mal durch in den Teams-Vorlagen. Warum sollte man eigentlich Teams-Vorlagen verwenden? Also ich sage einfach, Teams-Vorlagen ist ein Muss, deswegen haben wir auch ursprünglich den Teams-Manager so früh entwickelt. In Microsoft gibt es ja jetzt, in Microsoft Teams gibt es ja Standard-Teams-Vorlagen, die können einiges, aber mit Third-Party-Apps ist man auf jeden Fall besser aufgehoben. Also eine Teams-Vorlage sind Tabs, Channels, Einstellungen. Viele wollen auch, dass man sagt, okay, ich will vielleicht mit einer Ordnerstruktur starten in dem Dokumenten- oder Files-Tab. Ich will vielleicht noch was in der SharePoint-Seite hinten dran anarbeiten, eine Dokumentbibliothek oder eine Liste und das mit Lists verknüpfen. Und was man nicht vergessen hat, es gibt ja auch noch Apps, die man installieren kann, wie zum Beispiel eine Mindmap oder Hyperlinks-App, Quicklinks, was es alles im Store gibt. Dann hat man noch Webhooks und Konnektoren. Und das Ziel ist es einfach, dem User von Anfang an einige Vorlagen zur Verfügung zu stellen, dass man eben so ein Basiskonstrukt hat, mit dem er starten kann und dass es von Anfang an geordnet eben ja losgeht und nicht jedes Team irgendwie anders aussieht. Klassisches Beispiel für Teams ist ja auch die Projektarbeit und da macht es auf jeden Fall Sinn, eben Vorlagen zu definieren und auch ordentlich auszurollen und nicht, dass irgendwie wieder was vergessen wird. So, was gibt es da für Möglichkeiten aktuell? Die MS Teams Vorlagen, die hatte ich schon erwähnt, die kann man im Admin Center einstellen, kann man einfach aus 15 verschiedenen Vorlagen wählen, auch eine neue erstellen, und da kann man einiges konfigurieren. Davor hatte man nur die Möglichkeit, eben das Team immer zu kopieren, davon würde ich jetzt absehen, nutzen aber auch noch einige Leute, ich mache ja da immer noch viele Workshops und dieses, ein bestehendes Team kopieren, probiert es mal aus, ist wirklich nicht die coolste Funktion, weil die Tabs sind einfach nicht vorkonfiguriert. Ich weiß, einige Tabs lassen sich nicht vorkonfigurieren, aber aus meiner Sicht und aus der User-Sicht, wenn es möglich ist, Tabs vorzukonfigurieren, dann eben machen. Und eben Third-Party-Apps, der Teams-Manager ist nicht die einzige App, die sowas kann, aus der Fairness halber zu sagen, aber da könnt ihr euch im Internet wahrscheinlich erkundigen oder ihr habt euch schon erkundigt. Aber mit Third-Party-Apps lassen sich zum Beispiel Planner noch konfigurieren, OneNote mit Inhalt oder Planner-Vorgaben mit Container, mit Labels. Also hier hat man natürlich vorgearbeitet, dass wenn eine Vorlage verwendet wird und ausgerollt wird, dass eben auch alles schon fertig eingestellt ist. So, mein Tipp dazu ist, hier wirklich einfach starten. Ich habe auch schon gesehen, also Microsoft hat ja das released und dann hat man 15 Vorlagen gehabt. So, und dann war zum Beispiel eine Healthcare-Vorlage dabei. Aber ich sage mal jetzt in einem Produktionsbetrieb eine Healthcare-Vorlage. Jetzt in dem letzten Release hat man eine Funktion eingebaut, dass man auch diese Templates wieder ausblenden kann. Ja? Ich sage einfach starten. Projekt, Abteilung, Thema, Kundenvorlage und ganz, ganz, also das ist der Praxistipp, eine Testvorlage mit einem Lifecycle, mit 30 Tagen, die dann wieder automatisch gelöscht wird, weil die Leute wollen testen und sonst nehmen sie irgendeine Vorlage und erfinden irgendwas und dann gibt es wieder Wildwuchs, den man eigentlich durch so einen, sage ich, eine Testvorlage mit einem 30-Tage-Lebenszyklus einfach verhindern kann, dann hat man in seinem Tenant vielleicht 8 oder 10 Testteams, die verschwinden ja aber wieder, also kein Problem. So, nächstes Thema, Namenskonventionen. Was ist möglich mit Namenskonventionen? Also, ich empfehle immer auf jeden Fall einen Präfix, ob man mit Suffixen arbeitet, das ist jedem seine Sache. Dann, wir haben zum Beispiel im Teams Manager die Möglichkeit, an Teams auch Metadaten ranzuhängen und diese Metadaten verwenden wir dann zum Beispiel zur Generierung von Präfixen. Zum Beispiel Landkürzel, Abteilungskürzel, dann ist es ein Projekt oder eine Abteilung. Also, hier kann man viel spielen, man braucht aber die Metadaten. Dann hat man die Möglichkeit eben,
ein Wort, das OneNote auch noch mit einem Präfix zu versehen oder den Planner oder Office 365 Tasks. Denn wenn man die Apps dann nur in den einzelnen Applikationen verwendet und man und jeder Planner heißt Planner, dann hat man eine Auflistung Planner. Wäre doch schön, wenn der Projektname, der Abteilungsname oder ein sonstiges, ja, als ein sonstiger Identifier vorne mit dran stehen würde. Ja. Was hat man die Möglichkeit? Also die Möglichkeiten sind begrenzt, was es angeht. Das eine ist die manuelle Anlage. Also man, ja, sage ich mal, man schult den Teams-Anleger, den, ja, die Namenskonvention einzuhalten. Könnt ihr euch vorstellen, ob das gut oder schlecht funktioniert. Dann kann man im Azure Active Directory kann man eine Namenskonvention vorgeben und dort aus ja, Azure Active Directory Spalten oder Inhalten wählen und natürlich mit einer Third-Party-App kann man, wie ich gerade schon erwähnt habe, das granularer steuern. Also das sind die Möglichkeiten. Das heißt, auch im Standard von Microsoft, hat, ohne dass man irgendwie einen Plan 2 kaufen muss, einfach im Standard hat man die Möglichkeit mit Namenskonventionen schon mit dabei. Die Vorteile sind ganz klar, bei kleinen Unternehmen, die irgendwie 10 Teams hat, kann man darauf verzichten. Aber wenn man viele Teams hat, findet man es leichter, die Produktivität steigt, man kann es klarer identifizieren, auch die SharePoint-Seite zum Beispiel im Hintergrund, weil jedes Team hat ja auch eine SharePoint-Seite im Hintergrund, den Planner kann man leichter finden und das OneNote. Und man findet Duplikate schneller. Ja? Stellen wir uns mal vor, wir haben 1000 Benutzer oder 1000 Mitarbeiter, dann muss man erstmal diese Duplikate finden und vielleicht arbeiten wirklich schon parallel Leute und sie merken es gar nicht. Und eine Migrationsfunktion von zwei Teams, die ist halt einfach im Standard noch nicht enthalten, muss man wieder auf einen Third-Party-Hersteller. Aber ihr kennt es, das funktioniert einfach nicht. Also man muss dann wirklich manuell in dieses Merging rein. So, die Herausforderungen, wenn man es im Standard macht, sind ganz klar, das Azure Active Directory, das muss natürlich aktuell gehalten sein. Ja, haben manche auch nicht und es funktioniert auch leider nur eben mit einer Vorlage, also ohne Vorlagen. Falls man eine unterschiedliche Namenskonvention pro Vorlage, zum Beispiel pro Abteilung oder pro Projekt haben will, muss man auf ein Third-Party-Tool ausweichen oder den, ja, den User dann schulen oder das irgendwie per PowerShell dann per Admin anlegen. Also hier sind auf jeden Fall ja, Herausforderungen, die im Standard zu meistern sind. Und ja, die manuelle Anlage, ich kenne Unternehmen, da funktioniert es sehr gut, die sind geschult, die Namenskonvention einzuhalten, aber ich kenne auch sehr, sehr viele andere, da funktioniert es nicht und deswegen entscheiden die sich für ein Third-Party-Produkt und geben die Namenskonvention von vornherein vor. Dann mein Tipp dazu, wenn möglich, von Anfang an verwenden, weil wenn es mal implementiert ist, dann ist es gemacht und nachträglich, ja, schwierig, das sowas zu implementieren, aber hier auch mein Tipp, wenn man das nachträglich anwendet, dann einfach machen. Das ist einmal viel Arbeit, das Ganze zu tun, aber es lohnt sich. Und die Präfixlänge nicht übertreiben, wenn es ein Projekt ist, reicht ein P vorne, es reicht auch ein Kürzel fürs Land, ja, und die müssen natürlich kommuniziert werden, aber wenn man eben den Teamnamen nicht mehr sehen kann, weil das Präfix zu lang ist, also da hat keiner was von. Und aus meiner Sicht, ich würde die 100 Teams so als Grenze nehmen, ob das jetzt nötig ist oder nicht. So, dann haben wir den Lifecycle, also das ist eins der wichtigsten Themen überhaupt. Wir wissen selber, zum Beispiel am Hand vom Projekt, ein Projekt ist halt irgendwann zu Ende und braucht man dann das Team wirklich noch in ein oder zwei Jahren. Das heißt, man sollte von vornherein ein Lifecycle implementieren und der besteht aus, es läuft ab, irgendwann hat man auch eine Archivierung, also wann wird das Ganze archiviert, bevor es dann auch wirklich gelöscht wird und wenn man es nicht löschen möchte, zumindest archivieren. Und der Lifecycle beginnt auch von vornherein. Der beginnt nicht erst, wenn das Team irgendwie ein Jahr alt ist. Der beginnt davon, wenn ein Team angefragt wird. Weil ich sage Folgendes, ich bin Verfechter eines Team-Requests mit einem Genehmigung, mit einer Genehmigungsprozess. Das muss natürlich jetzt nicht 20 Stunden dauern, sondern es muss sehr, sehr smooth gemacht werden. In der Mittagspause zeigen wir euch auch den Teams-Manager noch, der mit Bot-Messages arbeitet, Team angefragt, Chat-Message, okay drücken, Dauer 3-4 Minuten. So muss es sein, aber es bräuchte aus meiner Sicht eine Kontrollinstanz im Vorfeld,
oder einen Lifecycle, der jeden Tag oder jede Woche mal durchläuft und überprüft. Sonst hat man den Wildwuchs bei sich und den dann, ich sag mal, wenn dann erstmal 2 Jahre Teams gelaufen ist und dann noch zu identifizieren, brauchen wir das noch, wer ist dafür wirklich verantwortlich und kann man das jetzt archivieren? Also da spart man sich keine Zeit, sondern die Zeit im Vorfeld investieren für ein ordentliches Governance-Konzept und im Nachgang dann einfach gechillt in der Hängematte liegen und den Teams-Manager oder Standard-Microsoft-Funktionen machen lassen, bevor man sich dann da abarbeitet. Genau. Möglichkeiten, Azure Active Directory und Third-Party-App. Im Azure Active Directory lässt sich auch ein Lifecycle anwenden. Also entweder auf alle oder auf einzelne Teams oder Office 365, M365-Gruppen. Auf die M365-Gruppen muss man das wirklich manuell anwenden oder man muss sagen, auf alle. Und dann hat aber jedes Team ein Lifecycle. Jetzt ist halt die Frage, braucht ein Abteilungsteam ein Lifecycle oder nervt es nur? Die Frage muss man sich wirklich stellen. Genau. Die Vorteile, umso weniger Teams es gibt, umso einfacher lassen sich natürlich die anderen Teams dann auch auffinden. Man reduziert im Endeffekt die Anzahl an Teams kontinuierlich, immer jedes Jahr wieder aufs Neue. Und so ist der Content, der wirklich aktiv ist, dann auch besser sichtbar. Dann Wildwuchs kontinuierlich verhindern, hatte ich schon, Genehmigung, Löschung, Usage Reviews, das heißt, es gibt auch eine Funktion, dann erkennt das System, ist ein Team wirklich aktiv oder nicht. Also es gibt auch inaktive Teams und die sollten von vornherein gleich in einen Prozess der Archivierung reingehen und der Owner sollte gefragt werden, brauchst du das Team noch? Ja, nein, wenn er nicht reagiert, ist auch alles klar, dann in 3 oder 4 Wochen einfach wegarchivieren. Die Leute werden sich schon melden, wenn sie keinen Zugriff mehr hat. Man kann das ja aus der Archivierung immer wieder rausholen. Und Vorteil, der wichtigste, die IT hat ihre Ruhe. Meist kann die IT eh nicht entscheiden, ob das jetzt noch gebraucht wird oder nicht. Es muss immer die Fachabteilung anrufen. Ja? Und wenn das Ganze verlagert ist, natürlich gibt man auch Verantwortung ab, ist es aus meiner Sicht immer besser. Dann einige Sachen hatte ich schon. Man hat den Lifecycle natürlich, der nur einfach im Azure Active Directory zu konfigurieren ist, wenn man eben auf verschiedene Arten von Vorlagen oder auf Metadaten einen Lifecycle, sage ich mal, automatisch berechnen möchte, braucht man ein Third-Party-App-Tool, das geht im Standard nicht. Durch diese Verlagerung hat man natürlich, der Teams-Besitzer hat dann eben mehr Verantwortung, er muss sich darum kümmern, braucht man das noch, das muss man natürlich schulen und es müssen natürlich Richtlinien und eine Information Governance auch implementiert sein. Dieses ganze Thema Information Governance ist nochmal ein ganzes Thema für sich. Das gilt natürlich nicht nur für Teams, sondern auch für Dateien, ja, und für externe Zugriffe. Aber bleiben wir heute mal bei der Governance. Ich hoffe, wir kommen da ganz gut durch. Und wer mehr erfahren will, der kann gerne mit mir in Austausch gehen. Mein Tipp, unterschiedliche Ablaufzeiten pro Vorlage, Projekt 180 Tage, Department keine Ablauf, Thema 360 Tage, Kunde 180 und Test 30 Tage zur Archivierung und dann auch 30 Tage zum Löschen. Der Vorteil ist, der User fängt immer mit einem Testteam an und er kann durch dieses Testteam den ganzen Lifecycle und wie das Ganze im System dann abläuft, schon mal durchlaufen. So schult er sich selbst. Das ist wirklich eine coole Sache. Und keine 100 Formulare, keine 5-stufigen Genehmigungsworkflows, so einfach wie möglich das Ganze. Das sind leidige Themen, die machen die Benutzer sowieso ungern. Und wenn sie sehen, die IT hat es wirklich clever implementiert, ja, dann ist es ein Grund mehr, das vielleicht zu benutzen, aber es werden eh wieder Benachrichtigungsmails versendet werden müssen. Oder Benachrichtigung Chat-Messages oder Benachrichtigungen eben in Teams, was auch ganz neu gekommen ist. So, ein einfaches Thema, ein Team Public-Private-Org-wide. Jeder, der schon mal ein Team im Standard erzeugt hat, der kennt es. Wann mache ich es public, wann mache ich es private, wann mache ich es org-wide. Unsere Provisioning-Lösung, zum Beispiel den Teams-Manager, bietet das Thema, ein org-wides Team von einem User zu erzeugen, gar nicht an. Das ist aus meiner Sicht ein Thema für die Admins, aber man kann eben zwischen public und private unterscheiden. Und hier ist es mein Tipp, aber auch hier Unternehmenspolitik, Governance-Workshop vorausgesetzt. Gestalten
wir das so offen wie möglich, dann sieht man auch andere Teams, man kann da joinen, man kann das Wissen austauschen, man muss nicht wieder anfragen. Natürlich, wenn es Projekte sind, die nur ein kleines Projektteam betreffen, na klar, ist das Team private. Und es gibt jetzt die Sensitivity-Labels, das sollte man sich anschauen. Das ist nicht ganz neu, aber aus meiner Sicht doch relativ neu. Wenn man die Sensitivity-Labels eben mit dem Privacy verknüpft, da können richtig coole Sachen entstehen, zum Beispiel ein Sensitivity-Label-Project bei der Anlage von einem Team und auf einmal ist zum Beispiel nur noch Private zur Auswahl. Org-wide und Public sind einfach ausgegraut. Das sind Dinge, da kann man von Anfang an steuern und dafür braucht man noch nicht mal ein Third-Party Modul, sondern das alles im Standard vorhanden. Was wir in unserem Tool eben noch implementiert haben, sind diese Standardrichtlinien, so wie diese Sensitivity-Labels auch. Man kann einfach sagen, okay, wenn man ein Projekt anlegt, dann ist es immer private, was der User auch immer noch umändert, dann im Hintergrund. Der Teams-Manager überbügelt es auch im Nachgang. Kommen wir zu den Sensitivity-Labels. Warum braucht man die eigentlich oder warum wird es immer wichtiger? Das gibt mehrere Vorteile. Wir können die Daten eben sehr einfach schützen, ja, auch vor unberechtigten Zugriff. Thema Guest Access komme ich auch noch gleich dazu. Wir können Richtlinien für Zugriff und Sicherheit und Verschlüsselung ausrollen und gleichzeitig können wir auch Inhalte klassifizieren, denn es kriegt ja dann ein Label und der User sieht dann sofort, okay, ah, das ist ja Top Secret oder das ist Top Secret Superprojekt, da muss ich wirklich umgehen. Man kann mit Data Leak Protection und Sensitivity Labels wirklich coole Sachen machen, wie man kann es nicht drucken, nicht runterladen, nicht speichern. Geht aber heute zu weit, weil wir sind Teams Governance Vortrag und es wird eh eine geballte Menge an Know-how. Aber auch hier, ich sag mal, den Datenabfluss zu verhindern, lassen sich hier richtig coole Sachen auch schon im Standard oder mit einer erweiterten Lizenz im Admin Center einstellen. Ich habe jetzt einfach mal ein Beispiel hier gemacht, was man konfigurieren kann. Man könnte Personal, Public, Internal, Confidential und Top Secret. Das Wichtige ist auch, dass man, was ein Label bedeutet, auch im Unternehmen kommuniziert, weil wenn man sagt, okay, es gibt die 5 Stufen, Schlussende aus, das bringt niemandem was. Was man braucht, ist eine Kommunikation. Was ist denn Top Secret? Was bedeutet das? Wann setze ich dieses Label? Und was ist denn Internal? Was heißt Personal? Das ist ein Beispiel, man kann hunderte an Labels vergeben, man kann auch nur 3 machen. Das Ganze wird in einem Governance-Workshop ausgearbeitet und dann eben dann umgesetzt. Ja, was gibt es für Möglichkeiten? Was wir jetzt hier eben hauptsächlich besprechen, ist das Klassifizieren von Office 365 oder MS 365 Groups und Teams. Dann ist eben der ganze Raum klassifiziert, aber es gibt auch die Möglichkeit, einzelne Inhalte wie Dokumente oder E-Mails damit zu klassifizieren. Das geht dann weiter runter, aber hier ist es nochmal, eröffnet sich im Endeffekt ein Seitenschwenk in einen ganz anderen Vortrag, wo es dann wirklich um Security und Data Leak Protection geht. Die Vorteile, ja, liegen ganz klar auf der Hand. Man hat noch ein Werkzeug von Microsoft. Wenn man die Sensitivity Labels mit Policies und Privacy verknüpft, kann man im Standard eben Daten schützen vor externen Zugriff, fließt eben ab, teilweise auch mit Verschlüsselung und man kann eben ganz einfach, wenn man ein Label auf die Gruppe gleichsetzt, hat man das sofort die ganze Gruppe eben verschlagwortet oder klassifiziert. Es ist wirklich ein sehr einfacher Mechanismus mit ganz, ganz viel Wirkung im Hintergrund. So, die Herausforderung, es gibt natürlich das manuelle Labeling und das automatische. Hier Vorsicht, nur in E5, kostet natürlich 2-3 Euro mehr. Und man muss natürlich, wie beim Klassifizieren, damals, ich kann mich noch erinnern, gut vor 15 Jahren, ich glaube, ich habe im Dokumentenmanagement angefangen und da musste man das wirklich schulen, Dinge zu, ja, Metadaten hinzufügen, Labels, Klassifizierung, also es ist, ja, ein sehr aufwendiger Schulungsprozess und auch, man muss es eben auch verstehen, warum man das macht, sonst ist es immer wieder nur Fleißarbeit und die Mitarbeiter hassen einen dann im Endeffekt. So, manchmal ist es besonders für kleine Unternehmen natürlich richtig, ja, zu viel, würde ich sagen. Wir haben festgestellt, manchmal kann man mit einem Third-Party-Tool, wie zum Beispiel mit einem Teams-Manager, mehr erreichen und viel schneller und viel einfacher.
anstatt mit Sensitivity-Labels, indem man einfach sagt, okay, die Vorlage privat, die Vorlage public, die Vorlage keine Gäste. Sehr einfach umgesetzt, natürlich nicht so effizient wie die Sensitivity-Labels von Microsoft, aber das ist mein Tipp. Manchmal kann man es auch übertreiben, wir kennen das alle. Manchmal gibt es auch eine ganz einfache Lösung. So, externer Zugriff, auch ein Thema Governance. In meinen vorherigen Vorträgen hatte ich das auch noch gar nicht erwähnt. Da ging es wirklich nur um diesen Wildwuchs von Microsoft Teams, um den zu verhindern. Ich habe auch immer gesagt, erst Wildwuchs verhindern, erst mal runterkommen, sich Zeit verschaffen, Governance-Konzept ausarbeiten und dann implementieren. Und da sind wir jetzt dann eben auch angekommen. Auch bei externen Zugriff. Wir kennen das alle. Ja, wir fügen jetzt mal den Thomas hinzu. Okay, thomas@gmail.com und schon hat er Zugriff. Niemand überprüft mehr. Hat er überhaupt, ja, braucht er noch Zugriff? Hat er noch Zugriff? Wo hat er Zugriff? Also, wenn es nicht ordentlich geregelt ist, dann, ja, kann da genauso Wildwuchs entstehen und auch Daten abfließen, wo man vielleicht das gar nicht auf dem Schirm haben. Also, was sollte man machen? Gäste in Teams reviewen, Gastzugriff definieren, wo dürfen Gäste zugreifen, dann externe Dateifreigabe. Man muss auch noch gar nicht den Thomas einfach als Teammitglied hinzufügen. Wenn es richtig konfiguriert ist, kann man auch einfach eine Datei in dem Team nehmen, den Thomas hinzuzufügen, zum Beispiel aus dem SharePoint, einfach teilen. Und hier liegt ziemlich viel, sage ich mal, Datenabflusspotenzial, weil, ja, kontrolliert keiner, hat keiner auf dem Schirm, gibt es keine gute Übersicht und wenn, hat die Übersicht nur der Admin, hat der Admin den Auftrag, das zu überprüfen. Also und hier, wie ihr auch sehen könnt, hier gibt es auch so ein neues Icon, haben wir auch eine Lösung entwickelt, den External User Manager, könnt ihr euch in der Mittagspause anschauen, der das Ganze eben auch unterstützt. Aber es gibt natürlich auch von Microsoft die Tools, die ja vorhanden sind, um das Ganze ja, zu kontrollieren. Aber erstmal, was gibt es denn für Möglichkeiten? Also es gibt für alle Teams zulassen, eben erlauben Sie eine Auswahl von Teams, also nur bestimmte Auswahl an Teams, wo externe zugreifen können, dann die Verantwortung dem Besitzer übergeben, musste man die Besitzer schulen oder einfach komplett deaktivieren. Mit dem Third-Party-Tool für uns kann man da noch eine Genehmigung vorschalten, natürlich mit einem Review dahinter und einer guten Admin-Übersicht. Aber wie gesagt, für den External User Manager haben wir dann in der Mittagspause einen Slot. Dann Gastzugriff anpassen, kann man machen über Azure Active Directory oder über Third-Party-Tools und über PowerShell. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Dann die externe Dateifreigabe kann man einstellen. Also einfach jeder, nur neue und bestehende Gäste oder nur bestehende Gäste oder komplett deaktivieren. Hier solltet ihr auch nochmal eben einen Blick drauf werfen. Und das ist alles bis jetzt, was man im Standard machen kann. Ja, also hier braucht man auch kein Zusatztool oder keine Zusatzlizenz. Da kommen wir jetzt dazu, Monitoring und Verwaltung. Es gibt Azure Active Directory Premium 2 Lizenz, da kann man richtig coole Sachen machen und da gibt es zum Beispiel auch einen Guest Access Review oder einen Member Review, aber dafür braucht man dann wirklich die P2 Lizenz und es gibt 1000, also für Monitoring gibt es sehr, sehr viele Third-Party-Tools oder man macht das Ganze eben durch einen IT-Admin, der sich da manuell durchwälzt. Ab 1000 Mitarbeiter kann man dann 3 oder 4 IT-Admins dafür einstellen. Hier ist es eben abzuwägen. Und ob die dann das auch alles, ja, ist der Gast noch zulässig, ja oder nein, implementiert man dann einen eigenen Prozess mit einem Formular? Ja, sehr, sehr schwierig. Ja, die Herausforderungen ist ganz klar. Azure Active Directory Plan 2 Lizenz ist 7,25 Euro pro User pro Monat. Da sollte man das Ganze nochmal kalkulieren. Mit einem Third-Party-Tool wird es natürlich einfacher. Eine Herausforderung unternehmen, wenn man das Ganze an die Teams-Besitzer übergibt, da muss man die natürlich schulen. Wer kontrolliert dann die Teams-Besitzer? Aber ganz einfach, wieder die Information-Governance-Richtlinien müssen vorher definiert werden. Das heißt, wenn man dann in diesem Konzeptionierungsprozess ist, muss man auch über solche Dinge reden und dann, ja, findet man eine Lösung. Aber wie gesagt, man kann viel im Standard machen. Dann gibt es noch Azure Active Directory Plan 2 oder ein Third-Party-Tool, wie zum Beispiel unseren External User Manager. So, mal einen Schluck trinken, bevor es weitergeht.
Beim Thema External User Management, damit habe ich mich das letzte Jahr oder das letzte halbe Jahr jetzt echt sehr viel befasst, deswegen gibt es hier auch noch mehr Folien zu. Ich sage immer, Access Review Prozess auf jeden Fall implementieren, Teamsbesitzer schulen, sei es mit Online-Video, und was wir komplett vergessen haben, ist, haben wir den Datenschutz beachtet, haben wir die Firmencompliance beachtet, Endnutzervereinbarung, NDA, Datenschutzvereinbarungen. Bis ich bei einem Kunden von uns manchmal Zugriff bekomme, da wälze ich endlose Formulare, trage eben alles ein, mache das dann manuelle Unterschrift, scanne das ein und schicke das per PDF. Was für ein Aufwand, aber eigentlich nötig. Unser der External User Manager, könnt ihr in der Mittagspause sehen, hat das Ganze mit so einem Onboarding-Portal vereinfacht. Da sind die ganzen Dokumente aufgelistet, elektronische Unterschrift, ja, ich stimme zu. Ein Onboarding-Video bis zum Ende schauen, Enter, und danach bekommt man auch erst Zugriff und nicht davor. Und man könnte dann vielleicht, wenn man Zeit hat, diesen Prozess dann ausfüllen. Aber lasst euch da einfach mal überraschen. Und auch noch eine Sache, was ich bis jetzt immer mit bei unseren Governance-Workshops gemacht habe, bei den Vorlagen, bei manchen, kann man einfach den externen Zugriff auch einfach deaktivieren. Zum Beispiel für die Abteilungsvorlage. Wieso sollten Abteilungen eben externe zulassen? Vielleicht braucht man dann ein anderes Zusammenarbeitskonzept. Wäre aus meiner Sicht besser. Also Abteilung intern, keine Gäste. Ist auch sicherer für den Anwender. Gut, dann haben wir noch die Kanäle und Tabs. Da sind wir vorhin auch schon drauf eingegangen, was man in den Vorlagen, weil natürlich das, sage ich mal, das Nonplusultra wäre, wenn das Team provisioniert ist und alles ist fertig vorkonfiguriert im Endeffekt. Aber auch hier, wer darf eben private Kanäle erstellen? Dürfen User öffentliche Kanäle erstellen? Also ist das gewünscht? Darf man Third-Party-Apps dazufügen? Darf man die als Tab oder nur als Personal-App? Was macht man mit OneNote und Planner zum Beispiel? Und was ist mit dem ganzen SharePoint-Content im Hintergrund? Darf man auf den SharePoint zugreifen? Also hier ist auch sehr viel Konfigurationspotenzial, wo man sich Gedanken drüber machen muss. Also nicht nur, so ich mal, Private Team, Public Team, sondern was passiert denn dann in dem Team auch selbst? Denn jede Third-Party-App, ja, kann natürlich nicht jede, aber viele können als Tab hinzugefügt werden. Da haben wir ja dann nochmal diesen Punkt mit den Apps, komme ich dann gleich noch drauf. Ist es überhaupt sinnvoll, jede App zuzulassen? Ja, aber auch hier, man sollte im Endeffekt mit den Kanälen und den Tabs so arbeiten, dass die Vorlagen, mit denen man dann arbeitet, dass die unterschiedlich sind, weil sonst braucht man keine unterschiedlichen Vorlagen. Und wenn man SharePoint-Strukturen eben hinzufügt in der Seite, dann sollten die dann auch im Team eben verfügbar sein. Und man sollte natürlich dann auch sich überlegen, wenn man SharePoint-Strukturen implementiert, wie sind da die Berechtigungen, dürfen alle darauf zugreifen, wie ist da der externe Zugriff? Also hier ist auf jeden Fall sehr viel Vorarbeit, Denkarbeit nötig, ja, und zum Beispiel, wenn man dann, mit Copy Team arbeitet, wird dann eben auch alles mitgenommen. Es steht jetzt hier schon die Lösung, leider ist es sehr eingeschränkt. Dann haben wir die Tipps, hatte ich schon, die Teams-Vorlagen sollten unterschiedliche Tabs enthalten. Wir haben im Endeffekt keine Beta-APIs verwenden, falls man sich für eine Third-Party-Lösung entscheidet oder eine selber programmieren möchte. Eine Vorauswahl an Channels und Tabs bereitstellen und nur Kanäle bereitstellen, die auch benötigt werden oder Tabs. Nichts ist schlimmer, wenn immer wieder das gleiche Team erzeugt wird und dieser Tab ist einfach leer. Also das ist wirklich wichtig. So, dann haben wir noch die Aktionen und die Einstellungen. Wir haben im Endeffekt, was wir noch machen müssen, sind die Rechte von Besitzern und Mitgliedern definieren. Was dürfen Gäste in dem Team und was ist eben Teams auf Teams-Level zu konfigurieren und auf Admin-Level. Und ganz klar noch die generellen Einstellungen, die man setzen kann, wie Meeting-Einstellungen, Apps und Messaging. Gleich sind wir durch, noch ein Schluck Wasser, aber dann haben wir es auch schon geschafft. Ich glaube, es kommen dann noch die Erstellung und die Teams-Apps, aber dann haben wir wirklich alles durch. Die Möglichkeiten, was kann man eben auf Team-Level alles konfigurieren? Member-Permissions, dann die Guest-Permissions, also das konfiguriert man dann wirklich im Team selber.
ja, wie ist das mit den Erwähnungen? Ist es sinnvoll, dass jeder jeden erwähnen darf oder das Ganze, den ganzen Channel oder das ganze Team, wenn da 2000 Leute drin sind? Muss man sich überlegen. Dann Fun-Stuff an oder aus. Arbeitet man mit Tags? Sollte man bei großen Teams machen? Und im Admin Center hat man natürlich die Teams Policies, die Meeting Policies, Message Policies, App Policies und die Team Settings. Das muss alles durchgearbeitet werden und sich entscheiden, was im Endeffekt möglich ist. Und man hat eben noch die Third-Party-File-Storage-Möglichkeiten. Da schon mal vorweg, ich schalte es immer aus. Man versucht ja, Schatten-IT zu verhindern und das ist auf jeden Fall eine Einladung, Schatten-IT weiterhin zu benutzen. Genau. Dann noch ein Tipp, erstelle Tags für große Teams. Im Standard bleiben, wenn möglich, auf jeden Fall. Natürlich, wenn man Gäste einlädt, die kennen Teams so, wie es bei Ihnen konfiguriert ist, dann kommen die auf einen anderen Tenant, also bei euch in den Tenant und auf einmal ist alles anders. Gibt es vielleicht Supportanfragen, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, aber eigentlich ist es nur ausgestellt. Aber auch ganz klar, hier muss es ganz klar für die Organisation ausgearbeitet werden, wie man das Ganze bereitstellt. Und noch ein Tipp, Gästen auch erlauben, die Nachrichten zu bearbeiten und zu löschen. Ich sehe das oft, dass das ausgestellt wird, aber ja, manchmal verschreibt man sich oder man kopiert irgendwas Falsches in den Chat. Man kennt es ja, das sollte man auf jeden Fall auch mit anlassen. Gut, so, die letzten zwei Punkte, Endspurt, das schaffen wir noch. Mein Lieblingsthema, der Erstellungsprozess, man muss entscheiden, Self-Service, also soll der User wirklich über den neuen Teams-Knopf eben das Ganze anlegen oder soll das provisioniert werden, dann Request mit Approval, ja, nein, mit oder ohne Template oder jeder oder nur wenige. Das sind die Fragen, die beantwortet werden müssen. Und die Möglichkeiten, die es eben gerade gibt, ist klar, ihr kennt das aus dem Teams-Client, neu und dann hat man es. Dann hat man die Möglichkeit Third-Party-App. Nicht zu vergessen ist auch, man kann aus einer SharePoint-Teams-Seite auch ein Team erzeugen. Da sollte man wirklich drauf achten. Manchmal schleichen sich dann eben so Teams ein und man denkt sich, wo kommen die jetzt her? Habe ich doch ausgeschaltet. Und man kann es aus dem Office-Administrationscenter natürlich erstellen. Also das ist die Möglichkeit der Anlage. Und über eine Third-Party-App oder vielleicht auch eine Power-App kann man natürlich auch einen Team-Request mit einem Approval realisieren. Die Vorteile mit der Microsoft Teams Apps, wenn man bei Google eingibt, wie erstelle ich ein Teams, gibt es 1 Million Videos, das ist einfach, die Leute kennen das. Bei der Third-Party-App hat man natürlich die Möglichkeit der Genehmigung, man hat mehr Template-Möglichkeiten und man kann alles mit Policies komplett ausrollen, aber das sind auch eben auch die Nachteile. Man muss den User dann natürlich auch wieder das Schulen, ja, das heißt, es gibt eine neue App, es gibt vielleicht irgendwo einen neuen Knopf, den muss man natürlich drücken. Am besten ist es, dass es vielleicht genauso aussieht, aber der User muss wissen, er muss jetzt hier drauf drücken, um was Neues zu erstellen und die Standardgeschichte ist aus. Wenn man das nicht mitteilt, kommt es wirklich zur Verwirrung. Im Standard, wenn man auf Standard geht, hat man natürlich auch die Problematik, dass beim Templating nicht so viel geht. Man muss manuell nachkonfigurieren oder manche Tabs sind einfach leer. Und diese Thema Genehmigung, was super, super viele Kunden von uns möchten, ist halt komplett ja, nicht möglich. Team wird sofort generiert. Das Ganze hat natürlich Wildwuchspotenzial. Oder man muss wirklich jede Woche nacharbeiten und gucken, was da angelegt wurde als IT-Admin. Ist es sinnvoll, ja oder nein, und dann wieder löschen, mit dem in Kontakt treten. Ich würde es lieber mit einem Request durchführen. Ja, mein Tipp, hattet ihr schon gehört, Genehmigungsprozess implementieren, nicht mehr als 4 oder 5 Vorlagen. Jeder Benutzer sollte einen Request starten können. Die Teams-Scan, also das Teams-Anlegen nur auf 4 Admins zu konzentrieren, so kann man ja auch einstellen und dann dort irgendwie mit einem Ticketsystem sowas anzulegen. Ja, weiß ich nicht, hab ich auch schon oft gesehen, ist ja auch nichts anderes als ein Request in ein bestehendes Ticketsystem, dauert aber sehr lang, wird nicht so häufig angenommen. So, und dann der letzte Punkt noch, Teams-Apps. Der ein oder andere hat es vielleicht gemerkt, der Teams-App-Store verändert sich, es wurden sehr viele neue Sachen angekündigt, es gibt jetzt bestimmt, ich habe nicht mehr geguckt, aber es gibt bestimmt 1000 Apps.
Ist es sinnvoll, alle Apps zuzulassen und was kann ich eigentlich machen? Und hier gibt es noch viele Sachen. Man kann jetzt einen eigenen unternehmenseigenen App Store machen. Man kann mit Permission und Setup Policy Dinge steuern. Man kann eigentlich jede App einzeln verwalten im Admin Center. Und ganz wichtig ist, braucht man die App noch? Hat die ein Zertifikat? Also ist die auch sicher? Wo läuft die? Muss ich die vielleicht bei mir installieren? Ist das Datenzentrum in Europa? Solche Dinge. Und wenn man das einfach anhat, dann ja, kann jeder alles installieren und wo die Daten hinfließen und wo die darauf zugreifen, ja, wirklich schwierig. Also die Möglichkeiten sind wirklich sehr vielfältig. Also im Admin Center hat man wirklich super, super viele Möglichkeiten, das zu steuern. Im Teams Client kann man Apps hinzufügen, löschen und Custom Apps hochladen. Custom Apps hochladen ist jetzt schon Tipp vorweggenommen. Ausschalten, sowas nur in der Testumgebung. Das hat in der Produktivumgebung aus meiner Sicht nichts zu suchen. Dann gibt es noch den App-Review-Prozess. So wie man Gäste oder Members in Teams reviewen kann, kann man jetzt auch Apps reviewen, aber leider nur in der Azure Active Directory Plan 2 Lizenz. Und mit Third-Party-Apps, die wir jetzt gerade in der Entwicklung sind, kann man auch einen App-Request, ein App-Review und zum Beispiel die Unterscheidung, welche Apps habe ich installiert und welche gibt es im Store. Ist aktuell wirklich nicht so gut gelöst. Es gibt den Store, das sind alle Apps, ob ich die jetzt installiert habe oder nicht, ist wirklich nicht zu sehen. Aber da arbeiten wir noch dran, aber ich habe irgendwo, glaube ich, einen Hinweis gegeben, frühestens Dezember 2021. Genau, hier, also bei meinen Governance-Workshops war das immer eins der letzten Themen, auf die ich wirklich hingewiesen habe. Wenn man das Ganze wirklich steuert, dann hat man richtig viele Vorteile, weil auch Apps können Daten abziehen, ja. Das wird natürlich vom Teams App Store geprüft, jetzt viel, viel aufwendiger als zuvor, aber hier können Sicherheitslücken entstehen, App-Leichen, die immer noch Daten abziehen, sind die Datenschutzrichtlinien eingehalten, das sind alles Fragen und wenn man sich auch ein App-Governance-Konzept zulegt, dann kann man das Ganze von vornherein steuern, nur eine bestimmte Auswahl an Apps zulassen, Custom-Apps mit Custom-Code verhindert, wirklich eine der wichtigsten Stellen, die wir haben. Das heißt, hier wirklich die Herausforderung, testen, 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 bevor man die App aufs Produktivsystem zulässt, bitte testen den App Access Review Process. Wenn man den nicht mit Azure Active Directory Plan 2 implementieren möchte, dann manuell implementieren mit den Admins, immer drüber schauen, was für Apps haben Zugriff auf welche Daten. Ja, auch wenn die Sekretärin vom Vorstand sich zum Beispiel eine Terminkalender-App ins Outlook, das hat jetzt mit den Teams nichts zu tun, verlangt die manchmal Vollzugriff auf das E-Mail-Postfach und die Sekretärin vom Vorstand hat natürlich auch Zugriff auf die E-Mails von dem Vorstand. Hier wirklich darauf achten. Und manchmal kann man auch einfach alles umgehen. Man kann manche Hersteller anschreiben und die SaaS, eine SaaS-Applikation auch selbst im Azure gehostet installieren. Und dann hat man sozusagen diese Probleme sowieso nicht. Da bin ich vielleicht ein bisschen vorgegriffen jetzt, weil das wirklich ein wichtiges Thema ist und das wirklich echt oft übersehen wird. Also, alle Apps zulassen, nein, Microsoft-Apps zulassen, ja. Wenn Power App und Power Automate noch kein Konzept haben, schwierig, dann einfach alles verbieten bis auf ein Subset. Apps, Custom Apps hochladen, ausschalten, Testumgebung aufbauen und wenn User Apps anfragen, dann testen, ausprobieren, wahrscheinlich auch lizenzieren und bereitstellen. So, das ist das, was es gibt. Ich weiß, es war super, super viel, aber ich wollte auch diesmal nichts vergessen. Ich wollte einfach mal einen Referenzvortrag haben, wo eben wirklich alle Themen aufgelistet sind, alle Komponenten mal durchgesprochen wurden. Aber auch ganz wichtig, wir haben jetzt gehört, was es gibt, was man machen kann und wie man es einstellen kann und ob das in der Lizenz drin ist oder nicht. Aber es gibt kein richtig oder kein falsch. Ja, sondern das hängt ganz von der Organisation ab. Das heißt, man muss erstmal erkennen, Punkt 1, dass ein Problem entstehen könnte, dann, was kann man dagegen machen und dann muss man in die Ausarbeitung gehen. Das heißt, ganz wichtig ist jetzt dann zu überlegen, was ist das Beste für meine Organisation und dann umsetzen. Okay, dann macht mal, ich gehe mal in den Q&A-Bereich und schaue, ob noch was reingepackt wurde. Ja, ist noch viel. Ich versuche mal, was zu beantworten. Braucht jeder Benutzer eine E5-Lizenz fürs Auto-Labeling oder reicht ein Service-Account? Also ich glaube, da lässt sich Microsoft nicht drauf ein mit einem Account, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ob man das so hinschieben kann,
Ja, also da, das ist schwierig. Dann eine weitere Frage: Wenn ein Team archiviert wurde und eine Group Exploration aktiviert ist, dann werden auch die archivierten Teams gelöscht. Gibt es eine Möglichkeit, alle Teams außer archivierte, jetzt verrutscht es, wurde es gelöscht, über die Group Exploration zu löschen? Also diese Group Exploration, ich bin da kein Fan davon. Wir arbeiten eigentlich immer mit dem Teams Manager, ist ja klar, weil wir unterschiedliche ja, Explorations pro Vorlage anwenden können, aber da müsste ich selber nochmal nachschauen. Also dann werden archivierte Teams gelöscht. Also ja, die Löschung ist dann einfach da. Wir haben in den Workshops oft so, dass die Leute gar nichts löschen wollen, die archivieren einfach nur. Aber ja, das muss komplett ausgearbeitet werden. Kann der Teams Manager nachträglich implementiert werden? Ja, es gibt einen Knopf, der heißt Unmanaged Teams in Managed Teams konvertieren und dann geht ein Prozess los. Und der fragt jeden Teams Owner nochmal die Daten, die man im Request-Formular eingeben müsste, nochmal ab. Und dann wird es nachträglich im Endeffekt klassifiziert. Aus der Klassifizierung kriegt man dann die Metadaten, die dann die Namenskonvention in den Lifecycle ausmachen und es geht alles in den Prozess mit einem Klick. Review von Teams. Azure Active Apps funktioniert nur mit Access Review. Also man braucht erst den Azure Active Directory Plan 2 und dann kann man bei dem Access Review auswählen, ob Gäste oder Apps, das ist im Azure, ist es der rechte Knopf und dann kann man Apps reviewen. Kostet aber extra und nicht wenig. Ihr kennt mich, wir machen Governance Tools und für all die Punkte haben wir Tools entwickelt. Manche sagen, ach, Teams haben wir im Griff, aber External User Management, da brauchen wir was. Da könnt ihr in der Mittagspause euch das anschauen. Der App Manager kommt erst im Dezember 2021. Das heißt, ein unternehmensinterner App Store, wo man komplett definieren kann, was ist verfügbar mit Access Review, mit was ist installiert, was steht zur Verfügung. Und man kann dann eben auch Apps aus dem Store requesten, die dann vorab untersucht werden und dann erst zugelassen. Also voll hundertprozentige Abdeckung ab 2022 mit unseren Tools. Wer Lust hat, kommt einfach auf mich zu. Wir können darüber quatschen. Und ich sage einfach noch, um ein bisschen Werbung zu machen, kommt zum Marktführer mit dem Teams Manager. 20.000 Downloads, 4,6 Bewertungen. Bei AppSource, ich glaube 4,3 bei G2. Wir wurden erwähnt in der EX, in der Alex und Ragnar Show und bei den Heise-Webinaren. Also, das ist im Endeffekt die Referenz auf dem Markt. Und ihr könnt es euch kostenfrei den Teams Manager aktuell aus dem Store runterladen und ausprobieren. Und der External User Manager, Daumen gedrückt, hoffentlich nächste, übernächste Woche durch den Review-Prozess bei Microsoft durch und dann auch frei verfügbar. Das war's von mir. Schaut auf unseren YouTube-Kanal M365 Circle oder Solutions to Share. Da findet ihr alle Vorträge. Da findet ihr auch die Vorträge von der Summit. Und das war's von mir. Vielen Dank. Ich hoffe, ich konnte euch heute mal eine volle Power Governance-Informationen reindrücken.